Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Wie ihr vielleicht schon im Hintergrund hören könnt, ist ein kleiner junger Kandidat bei uns wieder hier oben. Meine Schwester hat nämlich ziemlich viel zu tun und deswegen hat sie mich gefragt, ob ich auf den Kleinen heute Nachmittag aufpassen kann. Und das machen wir natürlich. Ja, dementsprechend sieht natürlich auch unser Wohnzimmer aus. Ich darf jetzt gleich sowieso nochmal auf den Boden kriechen und nochmal da einen Bauklotz unten rausholen. Außer er macht das. Milo, da ist dein Bauklotz da drunter, ne? Ja, und ich wünsche euch an dieser Stelle ganz viel Spaß bei diesem Video und wir sehen uns nach dem Intro wieder. Wie ihr hier sehen könnt, hat der kleine Mann schon gut gewütet hier. Wo hast du denn jetzt das andere? Das können wir dir auch jetzt wieder hier ins Wohnzimmer packen. Komm hier. Es macht so Spaß, ihm beim Spielen zuzuschauen, das glaubt ihr gar nicht. Aber ich finde das so, so schön. Machst du da, du kleiner Lumpi? Hm? Ich will mal gucken, ob ich den gleich zum Schlafen kriege. Aber erstmal auspowern, würde ich sagen. Du Lumpi. Und da ist ein kleiner junger Herr, der ist schon kaputt. Ne? Du bist kaputt, ne? Jo. Du armer Schatz. Nala ist auch schon kaputt. Und der junge Mann da unten, der hat noch Energie für 12 Leute, ne? Sag mal. Aber ich merke schon, dass er so langsam aber sicher müde wird. Deswegen versuche ich ihn jetzt gleich ein bisschen ruhiger zu bekommen. Mal schauen. Es ist anstrengend auch. Das muss man auch wirklich offen und ehrlich sagen. Also es ist halt oft so, dass man dann sagt, ja, wir haben eine Babykatze. Aber diese Arbeit, die dahinter steckt oder dieser, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Stress, der so dahinter steckt, um ihn halt auch zu erziehen und alles. Und das ist uns ja allen persönlich ganz wichtig. Milo, lässt du die Blume in Ruhe? Komm her. Du Fiesling, komm her. Komm. Die meisten sehen dann halt auch die Freude dahinter oder das Süße dahinter, aber es macht halt auch wahnsinnig viel Arbeit, einfach auch die Erziehung. Und bei uns ist es halt ganz wichtig, dass wir halt ihm vom Anfang an auch beibringen, was er darf und was eben nicht. Und Milo ist ja auch sehr, sehr gut resozialisiert worden. Und er ist ja in einer Familie groß geworden mit mehreren Katzen. Und dadurch merkt man halt jetzt schon, wo er wirklich schon jetzt seine Grenzen wirklich austestet. Bei Simba und Nala, meine ich, damals war es jetzt nicht so schlimm. Das lag aber einfach auch daran, weil wir die damals schon bekommen haben. Da waren die erst 6 Tage alt. Und wir haben die ja mit Flasche großgezogen und das war ganz anders irgendwie. Wir fanden es allerdings schon immer sehr, sehr schade, dass die beiden nie wirklich gelernt haben zu spielen. Und das haben wir irgendwie auch sehr versäumt. Ich war zu der Zeit halt auch in meiner Ausbildung und das war halt alles, ja, ein bisschen chaotisch bei uns hier und deswegen, ja, kann man halt da nichts mehr dran ändern. Und ich werde jetzt gucken, dass ich ihn mal, ja, zum Schlafen lege. So, meine Lieben, wir haben jetzt eine Stunde später und der kleine Mann ist auch immer wieder am Einschlafen, aber also so ganz so loslassen kann er noch nicht so ganz, aber ja, er liegt schon hier in der Wanne.
da und schläft. Ich weiß nicht, ob ich mich heute noch mal melde. Ansonsten sehen wir uns halt, ja, morgen wieder. So, einen wunderschönen guten Morgen. Für euch ist das jetzt nur ein Bruchteil von ein paar Sekunden gewesen. Für mich lag jetzt ein Tag dazwischen. Ich habe nämlich gestern nicht mehr für euch filmen können, weil wir kurzfristig auch Termine bekommen haben. Und zum Glück habe ich heute Morgen, also einen Donnerstag, eigentlich überhaupt nicht mein Drehtag, frei für euch schaufeln können und werde jetzt so ein bisschen noch diesen Vlog weiterführen. Ja, wir haben heute wieder kleinen Wirbelwind hier oben, weshalb das alles so ein bisschen chaotisch sein könnte. Meine Mäuse haben sich seit Sonntag nicht verändert, bis auf zwei, und zwar Sophia und Mika. Wir hatten ja Sonntag Besuch gehabt und da waren die zwei Mädels dabei, die Julie und die Antonia, und die beiden wollten unbedingt die Babys umziehen. Und dann habe ich gesagt, Milan und Delia sind tabu und Sophia konnten sie dann umziehen, und Tabitha hat dann gesagt, ja, Mika könnt ihr auch umziehen. Also haben die dann halt auch Mika umgezogen, das kann ich euch gleich mal zeigen. Melina sitzt hier unten schon, die sitzt hier an der Kiste und möchte wahrscheinlich etwas malen. Das habe ich euch auch noch nicht gezeigt, das ist ein neuer Pulli von Steif. Allerdings muss ich überlegen, ob ich den überhaupt wirklich behalten möchte, weil der ist so in so einem Frotteestoff und ich bin nicht so dieser Frotte- oder Niki-Stoff-Liebhaber. Also ich mag das nicht so gerne. Ich werde jetzt mal gucken, werde den jetzt auch erstmal einräumen, weil der ist frisch gewaschen, und werde jetzt mal gucken, ob ich ihn dann vielleicht doch für Delia behalte. Und ja, wenn nicht, dann gebe ich ihn dann halt einfach weiter. Genauso wie ich euch gerne zeigen kann, was wir ultra schön ist. Also das ist immer noch etwas, oh, wenn ich das angucke, kann ich es gar nicht glauben, was wir geschenkt bekommen haben von einer lieben Freundin von mir. Ein total süßes Mobile. Das haben wir von einer ganz, ganz lieben Freundin geschenkt bekommen. Ich habe mit ihr darüber gesprochen und habe gesagt, dass ich mir das halt sowas halt ganz gerne wünsche. Und ja, dass ich nicht weiß, wo ich sowas herbekomme. Und sie sagte, ja, dann frag mich doch. Und ich wollte halt gerne so in der Mitte so einen süßen Elefanten haben. Und den hat sie, das hat sie alles selbst gehäkelt. So, so süß, so niedlich. Und letzte Woche Sonntag, als wir die dann hier zu Besuch hatten, hat sie mich damit total überrascht. Weil eigentlich hatten wir abgemacht, dass wir an dem Sonntag besprechen, wie das Mobile auszuschauen hat oder aussehen soll. Und dass ich ihr halt auch so ein paar Vorschläge mache, was ich so toll finde. Ja, und dann hatte sie das schon fertig. Das ist so, so schön. Ich wollte gerne dieses Mobile eigentlich über den Wickeltisch, aber das Mobile ist mir einfach zu zart. Ja, wie soll ich das sagen? Ich will jetzt nicht direkt sagen klein, aber ja, es ist halt einfach zart. So, jetzt habt ihr Milo gesehen, der hinter die Wickelkommode gekrochen ist. und ich habe ein bisschen Angst davor, dass das Mobile sich dann hier sozusagen verliert, wenn das hier über den Wickeltisch hängt. Deswegen möchte ich es halt gerne hier an mein Bett hängen lassen. Und deswegen werde ich gleich noch umändern hier, dass das dann hier ordentlich hängen kann, weil ich habe es jetzt erstmal hier an die Wolke befestigt. So, dann haben wir hier Milan mit seinem Steifpulli. Hier ist unsere Dillia-Maus. Die hat das süße Kleidchen an, das rosafarbene. Das andere Kleidchen hatte Sophia an. Sophia hat allerdings jetzt das hier an. Sie wurde komplett umgezogen, die kleine Maus. So. Und Mika ist auch komplett umgezogen worden. Und zwar, tada, hat der kleine Racker das hier an. Ich finde das so süß mit der Jeansjacke. Ich glaube, die Jeansjacke ist aber etwas zu groß. Und das hier ist mein absoluter Favorit, wirklich. Ja, gefällt mir richtig, richtig gut.
auch an dieser Stelle nochmal von ganzem Herzen vielen, vielen, vielen Dank für das schöne Geschenk. So, das dazu. Ich fange jetzt an, das Chaos hier so ein bisschen zu beseitigen. Dann nehme ich euch so ein bisschen im Schnellformat wieder mit. So, jetzt werde ich, eigentlich wollte ich das Bett noch fertig machen, aber da ist der Lumpi drin, gerade da reingekrochen. Oh. Wer bist du da, du Frechdachs? Hä? Wer bist du, Frechdachs, da? Du Frechdachs. Kuckuck. Sag mal. Hä? Nein, nicht wieder da reingehen. Oh, Milo. Das ist doch nicht dein Ernst. So, komm mal her. Einmal schwupps. So, jetzt kannst du da drauf bleiben. Du Lumpi, du. Kille, 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 kille. Au, 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 au. Au, 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 au. Da. So, lass mal meine Kamera los. Komm. Kamera loslassen. Hallo. So, meine. Jetzt spielt er mit der Spieluhr. Oh Mann. Der kann alles gebrauchen zum Spielen. Wirklich alles. Und du? Was machst denn du da? Du sitzt da so. Du traurig. Sag mal. Hm? Süßer. Hm? Ich muss heute dringend welche machen. Das werde ich jetzt auch machen, weil ja, das geht nicht mehr. Das hier passt nämlich nichts mehr rein und dieses Nestchen muss ich auch noch waschen. Vor Hamburg, gib mal her, genau. Weil hier sind nämlich auch irgendwo Flecken drin, weiß ich. Das ist nämlich auch das Nestchen für den Sportwagen, für den Hartern. Wenn ich nur Milan mitnehme, kommt definitiv auch nur der Sportwagen mit. Aber dafür muss ich das jetzt nochmal waschen, weil ich habe da irgendwo einen Fleck entdeckt. So, dann legen wir das eben hier hin zum Waschen. So, hier ist noch das Spucktuch. Das ist Milans. Das ist Milans, aber das will der Kleine wieder haben, ne? Ja, ja. Das willst du wieder haben? Ja? Das nächste Spucktuch, was du dann wieder hast. Warte, ich gebe dir das hoch. Komm, lass mal los. Lass mal los. Lass mal los. So. Bitteschön. Du Lumpi. Spucktücher liebt der Herr nämlich auch. So. Ich begebe mich jetzt da dran. An die Babywäsche. Damit wir die fertig kriegen. Ich habe es tatsächlich geschafft. Meine Wäsche ist komplett gefaltet. Baby liegt hier in dem Bett, da, und schläft oder fängt langsam an zu schlafen. Den habe ich jetzt auch ziemlich ruhig bekommen. Der war nämlich total aufgedreht und verdreht.
Und der hat wirklich jetzt eine halbe Stunde ungefähr gebraucht, um runterzukommen. Und deswegen konnte ich was machen, was ich schon immer machen wollte. Ich habe das schon einmal versucht, da hat es aber nicht funktioniert und dann habe ich es wieder aufgegeben. Und irgendwie heute habe ich nochmal gedacht, so, ich versuche das jetzt nochmal und habe es tatsächlich geschafft. Mein Babybett ist nämlich jetzt verändert. Ich zeige euch das. So sieht es aus. Also die Fülle ist leider nicht anders geworden. Also es sind immer noch vier Babys. Aber ich wollte diesen Himmel ja schon lange mal so seitlich machen. Und ich habe das im Internet letztens auch noch mal gesehen, dass das jemand gemacht hat. Und ich dachte mir so, boah, ich möchte das auch gerne. Habe das dann auch einmal versucht gehabt vor längerer Zeit. Aber dann hat das nicht funktioniert, weil die Himmelstange irgendwie, das sah so komisch. Hier dieses weiße Teil von der Himmelstange, das ist ja die Befestigung hier für den Rahmen für das Bett. Und das ist zweimal vorhanden. Das muss halt hier, wenn man den Himmel hier an der Kante sozusagen macht, muss das halt von oben und unten befestigt werden. So, aber da ist halt der Rahmen des Bettes schon zu schmal für beide. Man sieht das halt hier auch schon. Und dann bin ich einfach hingegangen und habe das zweite einfach hier unten dran gemacht. Also auf der anderen Seite. Und habe da die Stange nochmal befestigt. Dadurch ist halt die untere Stange jetzt bombenfest und hält natürlich jetzt halt auch die obere Stange und somit halt auch den Himmel. Und dann mit dem Mobile gefällt mir das jetzt so richtig, richtig gut. Das Mobili kommt jetzt so richtig schön auch zur Geltung und ich finde, das passt auch richtig gut zu dem Bett, weil es halt einfach, ja, es ist halt so was Zierliches, so was Schlichtes und hier für die Wickelkommode werde ich mir noch was anderes holen oder nochmal meine Freundin fragen, mal schauen. Und deswegen habe ich die Wolke mit der Spieluhr jetzt hier vorne angebracht. Ich finde das auch total süß. Da kann man die dann aufziehen und dann kann das problemlos, ja, spielen. So, und dadurch ist dann halt das Mobile halt richtig schön der Blickfang des Bettes. Da schläft er, der kleine Schatz. Ich habe so ein großes Spucktuch einfach genommen und habe hier das Bett so ein bisschen hier blickdicht gemacht, weil ansonsten hätte er hier die ganze Zeit nur geguckt, was ich mache. Das Schnuffeltuch von Milan hat er natürlich auch noch wieder genutzt zum Spielen und der ist weg. Ach, du bist so süß, kleiner Schatz. Ja, das ist Baby Milo. Die Großen hatten nämlich auch die Schnauze voll gehabt. Die wollten nämlich auch schlafen, aber er hat sie halt nicht gelassen und deswegen, ja, musste ich ihn dann ein bisschen trennen von den Großen. Ich würde schon fast sagen, dass wir so langsam aber sicher diesen Vlog beenden und Schluss machen. Ich denke mal, ich werde jetzt das alles in Ruhe noch wegräumen und fertig machen und dann ist auch Feierabend für heute. Und deswegen würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt erstmal von euch für heute. Also würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut oder geschaut habt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!